Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es geht heute wieder um den Arena-Modus. Ich habe heute die ersten inoffiziellen bewegten Bilder zur ersten Arena. Ich gehe davon aus, dass das nur der komplette Teaser ist und noch nicht die spielbare Arena. Es sieht auf jeden Fall sehr geil aus, sieht der Donnerkuppel sehr ähnlich, wird aber selbst die Donnerkuppel nicht sein. Sieht sehr, sehr stark aus, aber ohne Texturen. Ich gehe nochmal drauf ein, wir müssen ja verschiedene Teaser in Mitte April starten und wir bekommen da irgendwann eine Codekarte. Mit der Codekarte müssen wir ins Trainingsgelände und auf dieser Plattform, die ja neu ist, für die, die das noch nicht mitbekommen haben, hier im Trainingsgelände gibt es eine neue Plattform. Dort gibt es diese Schaltzentrale und mit dieser Codekarte können wir die Schaltzentrale aktivieren und es soll so sein, dass dann hier ein Flugschiff kommt und uns zur Arena befördert, teleportieren, fliegen und so weiter, irgend sowas. Der Dataminer BIAS 12 hat in den Quellcodes rumgeschnüffelt und hat die erste Arena gefunden mit bewegten Bildern. Sieht sehr, sehr geil aus. Ich mache es einfach mal an. Und wie gesagt, das soll Mitte April ungefähr passieren. Sieht so aus. Wir fliegen quasi von oben wie in so einer Kameraperspektive durch die Arena. Und es wird ein 3 vs 3 Modus sein. Einige haben gefragt, was ist der Arena-Modus, die vielleicht meinen Kanal noch nicht verfolgt haben oder noch nicht so lange am Start sind. Hier sehen wir im Hintergrund ein paar Einschusslöcher. Das ist der Aufzugschacht, mit dem wir wahrscheinlich in die Arena kommen. Und jetzt wird es interessant, links und rechts sind jeweils 3 Zellen. Ich gehe davon aus, dass links und rechts jeweils ein Squad-Team gefangen, sage ich mal, ist. Jede Legende für sich selber in so einer kleinen Zelle. Und wenn die Arena dann losgeht oder der Arena-Modus dann losgeht, heizen wir da hoch oder werden mit einem Aufzugschacht oder mit einem Aufzug dort hochgefahren und dann geht's los. Ich bin sehr gespannt. Ich mach's nochmal an. Was haltet ihr davon? Man sieht auf jeden Fall deutlich, dass es sehr nach Kings Canyon aussieht. Vielleicht ist es auch ein anderer Planet. Wie gesagt, ich gehe davon aus, es sieht wirklich sehr nach der Donnerkuppel aus, aber es wird wahrscheinlich so ein Stück weit nur abgewandelt sein. Wer das letzte Video gesehen hat, da habt ihr ja die einzelnen Leaks gesehen. Dort hieß es, dass Ash wahrscheinlich sowieso die Veranstalterin der Arena-Modis ist oder dem Arena-Modus im Einzelnen und dass Blisk seine Hände da auch im Spiel hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Arena-Modus haltet. 3 vs. 3. Vielleicht können wir in einen der kommenden Events, die in Season 8 noch kommen, die vielleicht dort in Verbindung mit dem Arena-Modus stehen, vielleicht können wir es ja testweise doch schon zocken. Das wäre auf jeden Fall eine absolut geile Sache. Aber spätestens in Season 9 hat ja Respawn auch angekündigt, vor 2-3 Monaten haben sie es angekündigt, dass Großes in Season 9 kommen soll und der Arena-Modus soll ein absoluter Game-Changer werden. Ob das tatsächlich der Fall ist, bin ich gespannt, deswegen eure Kommentare hier rein. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Das soll es von mir gewesen sein. Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Oder rein, ciao.